Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Was geht ab, meine Bürgergeld beantragenden Shisha-Bar-Kellner? Ich hoffe, ihr hinterzieht Steuern. Das war nicht abwertend gemeint, ja, ihr wisst ja, ich bin ja auch selber so auf Burgi-Geld unterwegs, sag ich mal, ne? So. Ihr wisst Bescheid, ne? Deswegen. Deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv. Wie auch immer, ne? Schnallt euch an, Leute, mir ist sowas Peinliches passiert, ne? Ihr werdet es nicht glauben. Und zwar, pass auf, ich habe einfach ein ganzes Video über eine Influencerin gemacht und diese Influencerin einfach mit einer anderen verwechselt. Ich weiß, ihr seht jetzt die beiden und ihr denkt euch jetzt bei beiden, wenn ihr die seht. Der Hijab ist Pflicht, wenigstens das Kopftuch anzuziehen. Ja, okay, das denkt ihr vielleicht nicht, aber ihr denkt euch doch auch bestimmt, boah, die sehen doch eh alle gleich aus, diese ganzen Influencer. Wie auch immer, ich habe mich schon so lange auf dieses Video hier gefreut, wisst ihr wieso? Ich habe immer so diese ganzen TikTok-Clips gesehen von diesen ganzen 0815 Shisha-Bar-Dilaras und so. Die halt so zusammensitzen in so einem Kreis und so zusammen so irgendeine Scheiße labern einfach. So auf Podcast angelehnt. Und ich sag's euch, wie es ist, safe, ihr habt die gesehen, ne? Und ohne Spaß, die sind so unangenehm, ne? Ich weiß nicht, ob ich selber irgendwas Unangenehmeres kenne. Okay, Bro, was war das Unangenehmste, was dir beim Geschlechtsverkehr passiert ist? Boah, Bro, wie soll ich sagen? Also, unsere Eltern kamen rein. Du meinst ihre? Was? Ich denke, viele von euch, die auf TikTok aktiv sind, haben die safe schon gesehen. Wenn ihr sie kennt oder wenn ihr sie auch nicht kennt, bleibt trotzdem unbedingt dran, ne? Wir schauen einfach mal rein, was die weibliche Generation denn so auf TikTok produziert, ja? Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ah, wieso? Sind die wirklich so schlimm? Übertreibst du nicht ein wenig? Guck mal, wenn du mit einem Mädchen zusammen bist und du hast keinen Führerschein, aber sie hat einen Führerschein, dann bist du ihre Bitch. Hallo, Leute. Hi, Leute. Mach mal die Ecklisten. Nee, welch. Okay, ich sag's euch, wie es ist, ne? Welcher gute Mann will mit solchen Frauen etwas zu tun haben? Ich werde es aber auch nicht mein Maul zu weit aufreißen, ja, weil die meisten Frauen halten sich auch in letzter Zeit von mir fern. Hey, Bro, Frauen wollen einfach nichts mit mir zu tun haben. Warum das denn, Bruder? Ich dachte, bei dir läuft's mit Scheiß. Weil ich viel zu emotional bin, glaube ich, Bruder. Okay, erzähl, hast du mal ein Beispiel? Ja, immer wenn ich's mit einer treibe, kommen mir auf einmal die Tränen. Krass, okay, da ist ja jemand wirklich sehr emotional. Ja, Bruder, ich hasse Pfefferspray. Aber ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich euch sage, dass das hier absolutes 0815 Shisha-Bar-Dilara-Verhalten ist, ne? Ey, 100%, ein Mann sollte irgendwann seinen Führerschein machen, damit er auch eine Frau abholen kann und so, würde ich alles genauso unterschreiben. Aber wichtiger ist doch, dass der Mann liebevoll ist zu ihr, dass er loyal ist und dass er sich ihren Namen merken kann. Mein Breuking Imperial 690 XL Gasgrill an der Stelle. Wisst ihr, was aber noch besser ist als die Liebe zu einer Frau? Richtig, die Liebe zu unserem heutigen Sponsor Matchmasters. Steuerhinterziehung ist besser. Matchmasters ist ein lustiges Handyspiel mit abwechslungsreichen Modi, das euch garantiert die Langeweile im Alltag vertreiben wird. Das Beste an dem Spiel ist, dass es so simpel ist, dass ich es euch gar nicht erklären muss. Ja, ich meine, schaut einfach selbst. Oh, Matchmasters gegen meine Schwester, Junge, ne? Ey, ich hab's hier so besorgt. Geil, also gewinnst du das Spiel? Welches Spiel? Was ich an dem Spiel richtig feiere, sind nicht nur die verschiedenen Booster und die ganzen Effekte, sondern dass ihr sogar anderen Events beitreten und epische Preise gewinnen könnt. Ihr könnt außerdem in der Bestenliste aufsteigen, Sticker sammeln und tauschen. Wascht euch die Hände, denn ihr wisst nicht, wo ihr sie am Abend hattet. Also Leute, downloadet euch jetzt Matchmasters über den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung oder über den QR-Code hier und ihr kriegt ein exklusives Weihnachts-Pinata-Paket mit geilen Ingame-Belohnungen. Erster Link in der Videobeschreibung, viel Spaß beim Zocken. Wie auch immer, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drumherum, okay? Und wir kommen direkt zum Video, okay? Los geht's. Auf euch, rein in die hohle Birne. Ey, weil stell dir mal vor, eine Frau macht mehr als du. Oder sie verdient mehr als du. Das geht nicht. An sich finde ich das nicht mal schlimm, wenn die Frau mehr verdient, aber es ist so dieses... Okay, guck mal. Doch, sie findet es offensichtlich schlimm, wollte aber jetzt so sympathischer wirken. Guck mal, so an sich, so, ich habe nicht mal was gegen Frauen, die ihre Ansprüche haben. Ist ja völlig legitim, aber sowas als so eine 0815 Shisha-Bar-Dilara zu droppen. Bro, wenn meine Tochter sich so hinstellt und etwas so im Internet sagt, ja, dann gibt's erstmal... Ein paar Spritzer Worcester-Soße in sie rein. Erlaubte Inzest. Ja, aber guck mal, stell euch mal vor, eine Frau, die so bescheiden ist, die so zurückhaltend ist, die später eine gute Mutter wird, wenn die so solche Ansprüche hat, die wird mit so einer Einstellung viel eher akzeptiert als so eine Dilara, ja? So, ich bitte euch so, nicht mein Dr. Doofenschmerz würde die heiraten. Hiernach lecke ich deine verschwitzten Füße, du geile Shisha-Bar-Dilara. An sich finde ich das nicht mal schlimm, wenn die Frau mehr verdient, aber es ist so dieses... Ich sag ich ehrlich, mit einem Vollzeit normalen Job kannst du jetzt nicht so viel verdienen, wie wir zum Beispiel mit Social Media machen. Wenn du abgefahrener Haufen satanischer Quatsch. Stell dir mal vor, er sagt, kannst du mich abholen. Ohne Spaß, wer sich diesen Clip bis hierhin jetzt anguckt und sich nicht denkt, Satanskult. Dem ist absolut nicht safe. Bro, was sind das bitte für Menschen, ne? Oder ich frage mal anders, was haben die für eine Resonanz auf dieses Video erwartet, bevor sie dieses Video hochgeladen haben? Machen die sich höchste Leute kommen jetzt und sagen, boah, ja, ja, go Queen, let's go. Und no front, aber die eine gibt mir richtig Chewbacca-Vibes. Aber guck mal, das ist schon wieder so 1:1 dieses Jahr. Die Gesellschaft muss einfach einsehen, dass Frauen viel höhere Ansprüche haben als Männer, ja? Ihr könnt mir nicht sagen, dass unsere Liebe, also dass wir Männer nicht viel idealistischer lieben als Frauen, so. Es ist einfach so. Wir würden alles für die McDonalds-Kassiererin tun, wenn wir sie sehen. Egal, ob die einen Führerschein hat oder nicht. Ich meine, denk mal an folgende zwei Szenarien, okay? Frauen... Hey, Schatz, er ist so breit und er verdient fünfstellig im Monat, so. Ich liebe ihn, aber soll ich mich mit ihm treffen, so? Ich weiß nicht, Schatz.
Schatz. Und währenddessen wir Männer. Bro, sie ist eine Frau und sie atmet. Jackpot, Bruder. Vergiss dein 8-in-1-Duschgel nicht. Okay. Was ist los, Leute? Bleib mir jetzt hier, bleib. Krank Welt, in der wir leben, ja. Aber gut, man muss sich anpassen, ja. Es ist, wie es ist. Okay, nee, doch. Hey, Baby, doch. Kannst du mich abholen? Ja, nein, du weißt selber, das geht nicht. Ich stell dir mal vor, sag, hey, Baby, kannst du mich abholen? Und, so, und dann kommst du noch so angecruised auf den, in seinen Bro, das ist so unangenehm, ne? Guck mal, wir haben schon viel gesehen hier bei mir auf dem Kanal, ne? Aber das mit Abstand das Unangenehmste, was ich mir gerade auf TikTok angucken muss, ne? Und ich sag euch nochmal, ich finde das grundsätzlich nicht schlimm. Frauen finden es zumal attraktiver, wenn der Mann sie abholt, wenn er mehr verdient, wenn er einen Führerschein hat und so. Ist ja völlig legitim. Ich habe ja auch meine Ansprüche an Frauen. Erstmal also finde ich das absolut cringe, wie die da so sitzen und so sagen. Und zweitens, wir Typen werden dann aber fertig gemacht, wenn wir sagen, dass wir eine Frau wollen, die nicht mit 100 Typen geschlafen hat. Ich sage euch so, ich beschwere mich nicht über das, was sie hier sagen, oder ich reg mich an sich nicht auf, so wenn die sagen, okay, die wollen so einen Mann. Das ist aber auch so, da musst du auch eine Frau sein, die es wert ist, wenn du solche Ansprüche hast. Und Bro, so, schaut ihr euch einfach an, so wie die reden, wie die sich verhalten, so. Du wirst so eine wie mich nie wieder finden. Das ist ja nicht schlimm, wenn er keinen Führerschein hat, aber wenn ich Führerschein habe und er sagt, ey, kannst du mich abholen? Das ist ehrlich, ey. Ihr könnt sagen... Women. Was ihr wollt, auch wenn du gerade Führerschein machst, dann auf dem mach einfach zu Ende, aber sag mir, ich hol mich ab. Hä? Der Erste, okay. Was hat die Erste da gesagt? Ja, ist ja nicht schlimm, wenn er keinen Führerschein hat, aber wenn er keinen Führerschein hat, dann geht das nicht. Hä? So indirekt sagt sie das doch, Bro. So einfach Frauen. Women. Ich frag mich vor allem, so, was sich deren Eltern denken, wenn sie das sehen. Unsere Eltern kamen rein. Ja, okay, das fragen sich manche auch wahrscheinlich bei meinem Content. Aber Bro, sowas macht mich so sauer. Ich raste so aus. Sowas regt mich richtig auf. Bist du nicht so einer, der generell immer richtig aggressiv wird bei so einer Kleinigkeit? Ja, Bro, ich habe gestern auch zum Beispiel die Spülmaschine geschlagen, weil sie nicht richtig funktioniert hat. Und hat's dann geklappt? Nee, Bro. Und meine Freundin meinte auch, ich soll aufhören, weil sie wehtut. Stell dir mal vor, ich komme in deine Hood so und dann checkst du ein, so ein auf den, du bist meine Bitch. Wenn du Führerschein hast und das sagst, dann ist ja nicht mal so schlimm, aber so. Wenn du Führerschein hast und mir dann sagst, ich soll dich abholen. Ich glaube, seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte hat niemals ein Junge, der keinen Führerschein hatte, zu einer Frau, die einen Führerschein hatte, gesagt, ey, hol mich ja bitte ab, so. Ja, okay, vielleicht schon, die tun so, als ob das so richtig typisch ist, so. Ich find's witzig, die haben sogar Kommentare ausgemacht, ja, so, ey, wie kann man sich nur so krass blamieren? Wie kann man als Frau denken, dass man sympathisch ist, wenn man sich so im Internet hinstellt und sowas labert? Oder wenn er mit seinem Geld angeht. Aber ich kenne da einen Kandidat auf den. Paul. Sorry. Wir leben in einer gescheiterten Gesellschaft. Es ist, wie es ist. Ich versuche nicht so hart zu sein, aber wer kann sich hier sowas angucken und sagen, boah, ja, Mann, boah, interessant, die haben ja richtig recht, ne? Ist es ja? Schaut mal, grundsätzlich stehe ich für Respekt und Liebe zwischen beiden Geschlechtern. So eine Art und Weise zerstört einfach die Liebe in unserer Generation. Das sind einfach Werte, für die ich persönlich niemals stehen würde. Ich persönlich möchte unbedingt eine selbstlose, eine liebevolle Frau, eine loyale Frau, ein Kleinkind, das noch nicht die Pubertät erreicht hat. Meine Damen und Herren, das reicht mal wieder absolut für heute. Das Jahr widmet sich langsam dem Ende zu und ich möchte unbedingt eine Sache von euch wissen. Von allen TikTokern und TikTokerinnen hier auf diesem Kanal, ne, wer war bis jetzt der oder die peinlichste? Schreibt es unbedingt in die Kommentare oder schreibt auch von mir aus gerne einfach eure Schuhgröße in die Kommentare, weil ihr wisst, YouTube empfiehlt meine Videos aktuell mal wieder nicht weiter, deswegen, wenn ihr dem entgegenwirken wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein kranker Support das von euch wäre, wenn euch der Content hier gefällt und so natürlich. Vergesst nicht, euch Matchmasters runterzuladen über den ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung oder über den QR-Code hier. Gönnt euch jetzt das Weihnachts-Pinata-Paket. Dann würde ich nur noch sagen, Dankeschön für euren Support, bleibt aktiv, passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Hat jemand Paspia eigentlich schon erwähnt hier? Ja, wa? Mit dem machen wir ja nicht. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben.